Hi, ich bin Asita und ich studiere schon seit fast 2 Jahren hier in der JGU in Mainz. Als ich hier damals angefangen habe, war ich echt so ein bisschen überfordert. Und um ehrlich zu sein, wusste ich auch nicht so wirklich, was jetzt hier genau auf mich zukommt. Aber um euch den Unistart jetzt ein bisschen leichter zu gestalten, nehme ich euch heute mit auf einen kleinen Campusrundgang. Also, let's go! Wie komme ich eigentlich zum Campus? Eine Frage, die sich wohl jeder Studi irgendwann mal gestellt hat. Ob mit dem Auto, dem Bus oder der Straßenbahn, im Endeffekt ist alles möglich. Und wie ihr seht, stehe ich hier auch gerade schon am Hauptbahnhof Mainz. Von hier aus machen sich die meisten Studis auf den Weg zum Campus. Die geeignetsten Haltestellen, um dorthin zu kommen, sind Universität Mainz und Friedrich-von-Pfeiffer-Weg. Vom Hauptbahnhof bis zum Campus sind es mit dem Bus oder der Straßenbahn gerade einmal 5 Minuten. Also geht recht flott. Kleiner Tipp, falls ihr mit den Öffis noch nicht ganz so vertraut sein solltet, fahrt am besten immer von der Haltestelle F ab. Hier fahren die Busse nämlich immer über die Universität. Wenn ihr lieber doch mit der Straßenbahn fahren möchtet, nutzt die Linien 51 und 53. Falls ihr mit dem Auto unterwegs sein solltet, könnt ihr euch auch eine Einfahrtsgenehmigung für den Campus kaufen und dann hier parken. Das kostet euch dann 120 Euro pro Jahr. Oder ihr versucht euer Glück auf öffentlichen Parkplätzen. Hier müsst ihr allerdings damit rechnen, dass alles belegt sein könnte. In dem Gebäude hier hinter mir befindet sich der Studierendenservice. Bei Fragen rund um die Verwaltung und Bürokratie, also zum Beispiel Bewerbungen, Anträge, Einschreibungen und Zulassungen, findet ihr hier die richtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Dieses schöne grüne Gebäude hier hinter mir, das ist das Georg-Forster-Gebäude, kurz GFG. Im GFG befinden sich einige Seminarräume, eine vegan-vegetarische Mensa, die Bambusmensa und eine Bibliothek. Um euch in der Bibliothek Bücher ausleihen zu können, benötigt ihr einen BIP-Ausweis. Den bekommt ihr, nachdem ihr ein Formular auf der Internetseite der BIP ausgefüllt habt. Dann könnt ihr den Ausweis ganz einfach mit der JGU-App nutzen. Übrigens, auf der JGU-App könnt ihr euch auch euer Semesterticket oder euren Studierendenausweis anzeigen lassen. Außerdem findet ihr dort euren Stundenplan, Speisepläne und einen Campus-Lageplan. Wir sind nun vor der Zentralmensa. Hier, aber auch in anderen Mensen auf dem Campus, könnt ihr euch nach einem langen Unitag stärken. Um dort bezahlen zu können, braucht ihr eine solche Studi-Card. Mit der Karte könnt ihr drucken, kopieren und sogar die Waschmaschinen in den Wohnheimen bezahlen. Die Studi-Card ist also ein Muss für euren Start an der Uni. Die Karte bekommt ihr für 5 Euro am Infopoint im Studihaus. Aufladen könnt ihr sie dann an solchen Aufwerteautomaten. Entweder ihr bezahlt bar oder ihr nutzt das bargeldlose Autoload-Verfahren. Alternativ könnt ihr auch kostenlos die App des Studierendenwerks Mainz benutzen und dann mit dem Handy bezahlen. Wenn ihr euer Guthaben bargeldlos einzahlen möchtet, könnt ihr das auch ganz einfach mit dem Autoload-Verfahren einrichten und dann euer Bankkonto mit der App oder der Studi-Card verbinden. Der Botanische Garten, meiner Meinung nach einer der schönsten Orte hier auf dem Campus. Kaum zu glauben, aber hier im Botanischen Garten sind ca. 8500 Pflanzenarten beheimatet. Krass, sind echt viele. Und natürlich zieht es auch hier einige Studis her, falls sie mal eine Pause brauchen von dem ganzen Lernstress und dem Uni-Alltag. Und wie die Studis ihre ersten Tage an der Uni erlebt haben und welche Dinge sie gerne früher gewusst hätten, das wollen wir jetzt mal herausfinden. So, ich hatte mir vor allem gestellt, ob man auf die Uni drauf fahren kann mit dem Auto. Weil ich komme aus Wiesbaden und die Busanbindung war immer ein bisschen schlecht.
Und ich habe den immer am Profi-Stadion geparkt und das ist immer ein ganz schön weiter Laufweg zum Revi vorne. Also für mich war es am Anfang relativ schwer, wie das alles funktioniert, wie man sich einen Stundenplan erstellt. Aber unser Studiengang hat dann einfach so eine Mail geschickt, da stand alles detailliert drin. Habe ich mich mit ein paar anderen zusammengesetzt, die das gleiche Problem hatten. Und dann hat es auch schon funktioniert nach dem ersten Mal. Ich habe mich gefragt, was das Programm Q+ ist. Und dann habe ich nachgeforscht und herausgefunden, dass es ein interdisziplinäres Studienprogramm ist. Und dass da auch Studierende aus allen Fachbereichen an Programmen teilnehmen können, sei es Vorlesungen oder Seminare. Wie ihr seht, seid ihr sicherlich nicht allein mit euren Fragen. Denn am Ende waren wir schließlich alle einmal Erstis. Wir sind jetzt auf dem Sportplatz der JGU. Hier sind, wer hätte es gedacht, vor allem die Sportstudentinnen und Sportstudenten zu Hause. Aber auch der allgemeine Hochschulsport der JGU. Von Meditation, Fechten, Basketball bis hin zum klassischen Fußball und vielen weiteren Sportarten ist hier wirklich für jeden was dabei. Falls ihr Lust auf mehr Infos habt, schaut doch gerne mal auf der Webseite des allgemeinen Hochschulsports vorbei. Hier findet ihr alle Sportarten, an denen auch ihr teilnehmen könnt. Nach einem langen Tag an der Uni darf natürlich das Party- und Kulturleben nicht zu kurz kommen. Dafür gehen viele Studis ins Kulturcafé, kurz KUKAF, eine Bar direkt hier auf dem Campus. Veranstaltungen wie heute, das KUKAF-Bingo, sind üblich und laden zum gemeinsamen Austausch zwischen Kommilitoninnen und Kommilitonen ein. Und so endet ein Tag an der Uni. Ich hoffe, ihr habt einen ersten guten Eindruck erhalten und vielleicht hilft euch ja der ein oder andere Tipp auch ein wenig weiter. Falls ihr mehr Infos benötigt, schaut doch gerne mal auf dieser Webseite hier vorbei. Hier findet ihr weitere Informationen über die JGU, Beratungsstellen, falls ihr nicht wissen solltet, an wen ihr euch wenden sollt, und einen Campus-Lageplan, auf dem ihr euch das gesamte Gelände nochmal in aller Ruhe ansehen könnt. Ja, und am Ende kann ich im Prinzip nur sagen, macht euch keine allzu großen Sorgen, studieren ist eine tolle Sache, und wenn ihr immer noch unsicher sein solltet und Fragen habt, nicht verzagen, Studis fragen.